Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Vincent und heute geht es um das Thema Entgiftungskur. 30 Tage Entgiftungskur, die ich heute anfangen werde, am 12. September 2017. Letzte Woche ging das ganze Jahr sehr um die Theorie dahinter, was man beachten sollte, Tipps und Tricks und ähnliches. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, guckt es euch am besten vorher an. Link dazu in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr auch noch einen Link zum Thema Nahrungsergänzungsmittel von doTERRA, denn die empfiehlt doTERRA auch selber. Natürlich sollte man im Vorfeld nehmen, da sie einfach das Grundlevel an Energie sozusagen steigern und ich das selber auch natürlich so unterstützen kann, diese Aussage. Ich merke einfach, wie ich mehr Energie habe, wenn ich diese Nahrungsergänzungsmittel einnehme und auch einfach natürlich gesünder lebe. Außerdem fängt da schon eine kleine oder leichte Entgiftung an und natürlich unterstützt das Ganze dann auch noch den gesamten Prozess der Entgiftung, die ich jetzt anfange, da diese natürlich auch sehr kraftzehrend sein wird, gehe ich mal von aus für den Körper und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Außerdem haben wir natürlich sehr viele Giftstoffe, auch Antibiotika und ähnliches in unseren Lebensmitteln, die wir natürlich alle im Körper tragen. Und auch dagegen soll eben diese Entgiftungskur gedacht oder geeignet sein und da bin ich sehr, sehr gespannt und werde euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Dafür dient ja dieser Vlog, einfach um zu zeigen, wie das Ganze bei mir wirkt, ganz praktisch, nicht nur theoretisch. Und ja, da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen, also seid gespannt, was alles kommt. Ja, außerdem natürlich, da sehr viel Smart und Sassy enthalten ist in dieser Kur, gehe ich davon aus, dass ich einiges an Gewicht verlieren werde. Ich wiege heute am 12. September ungefähr 68 Kilogramm und ja, mal sehen, wie viel ich am Ende dann noch wiege, obwohl es eigentlich mein Ziel ist, natürlich mein Gewicht zu halten oder eben zu steigern. Bin ich sehr, sehr gespannt und ja, auch wie gesagt mit den ganzen Geschichten mit Antibiotika, die wir ja alle verabreicht bekommen und ähnliches. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie man das Ganze körperlich auch wahrnimmt und die Veränderung spürt. Da werde ich euch am Ende dann nochmal ein Fazit geben. Also bis am Ende unbedingt dranbleiben, wenn euch das interessiert. Und ja, ansonsten viel Spaß mit diesem Video. Wenn es euch gefällt und ich gerne mal häufiger solche Vlogs machen soll oder so ein bisschen mehr ich in die Praxis mit reinnehmen soll, lasst es mich gerne wissen, schreibt mir gerne einen Kommentar darunter. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, euer Vincent. So, und damit sind wir auch schon bei Tag 2 angekommen und heute zeige ich euch ein bisschen so, wie ich die Produkte so einnehme. Ich habe gerade gefrühstückt und dazu hatte ich schon ein Glas mit 2 Tropfen Zendokrinöl und dazu noch On Guard und Zitrone, jeweils ein Tropfen, weil ich das jeden Tag so nehme. Und genau, wie ich die anderen Produkte jetzt einnehme, das zeige ich euch am besten gleich. So, und das ist der Shake, den ich mir heute gemacht habe. Man kann natürlich auch zum Beispiel Smoothies nehmen oder jedes andere Getränk, was man gerne mag. Ich mag das so ganz gerne, weil es auch geschmacklich ganz schön ist. Und ja, das ist jetzt hier die Kapsel. Die kann man ganz leicht öffnen und dann gebe ich das Ganze einfach mit dazu. Und zwar jetzt. Ja, so sieht das Ganze aus. Das wird dann schön gescheckt und dann kann man es auch schon fertig trinken. So, also ich habe gerade zu Abend gegessen und jetzt auch die letzten Tabletten genommen. Und ja, jetzt folgt auch noch das Glas Wasser hier mit jeweils 2 Tropfen von Zitronenöl und 2 Tropfen Cinnamon Sassy. Und genau, das werde ich noch trinken und dann heute Abend nochmal ein Glas Wasser mit Zitrone eben. Und ja, dann war es auch schon für heute. Und ja, ich merke noch nicht so eine große Veränderung, aber mal sehen, was die nächsten Tage noch so bringen. Was ich sagen kann auf jeden Fall, dass ich heute nicht so viel Lust auf Süßigkeiten hatte. Liegt wahrscheinlich auch an Smart und Sassy, aber werden wir beobachten, wie es die nächsten Tage aussieht. Und ja, genau, das war's mit Tag 2. So, und damit beginnt Tag 3 und heute habe ich nach dem Frühstück die Kapsel ein bisschen anders eingenommen. Die habe ich einfach in ein Wasserglas gegeben und ja, die Terrazyme sind auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geschmacksneutral. Also die könnt ihr problemlos einfach so zu euch nehmen, wenn ihr Probleme damit habt, Tabletten zu schlucken. Zendokrin hat ein bisschen mehr Geschmack, aber das zeige ich euch am besten gleich. Schmeckt ein bisschen wie Gemüsebrühe. Bisschen in die Richtung, ein bisschen Erde mit drin. Geht aber noch voll klar, kann man auch gerne so trinken. Also wenn ihr Probleme habt mit Tabletten schlucken, einfach die Kapseln in ein Glas Wasser geben und das Ganze so trinken. So, ich bin gerade nach Hause gekommen vom Kraftsport, also Fitness und ja, also ich merke schon auf jeden Fall, dass es einiges anstrengender ist und ich auch längere Pausen machen muss zwischen den Sätzen. Was wahrscheinlich daran liegt, auch einfach, dass der Körper so viel arbeiten muss, aber
ja, deswegen man dem Körper auch einfach mehr Ruhe gönnen oder geben muss natürlich. So, wir haben jetzt Ende von Tag 6 und ja, ich merke auf jeden Fall, dass ich mehr Schlaf brauche. Allgemein, dass der Körper ziemlich müde wird, weil er so viel beansprucht ist. Genau, aber was für mich momentan das größte Problem ist, ist allgemein nicht die Produkte so einzunehmen, denn ja, wenn ihr für euch ein System gefunden habt, wie das Ganze möglichst effektiv funktioniert, dann geht das ganz gut. Ich mache das natürlich jetzt immer so, dass ich das immer einfach in ein Glas gebe, alles zusammen und das Ganze dann so trinke. Das funktioniert für mich ganz gut. Was für mich das größte Problem ist momentan, einfach generell genügend Flüssigkeit zu mir zu nehmen. Ja, man sagt ja sonst immer so 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, was bei mir jetzt etwas über 2 Liter wären. Aber genau, da ist einfach zum Beispiel dann noch ein Tipp für euch, wenn ihr merkt, vor allem in der Entgiftung, dass vor allem zum Beispiel der Urin noch ziemlich dunkel ist, dann sind natürlich viele Giftstoffe enthalten, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr genügend trinkt, dass der sich dann eben sogar weiß färbt oder auf jeden Fall heller wird, denn dann ist es auf jeden Fall auch gesünder, weil ihr dann auch die Giftstoffe großteils schon ausgeschieden habt durch eben zum Beispiel den Toilettengang. Genau, und deswegen, kleiner Tipp, deswegen viel, viel trinken, das ist das, was mir momentan am meisten Schwierigkeiten bereitet. Aber ja, genügend trinken, genügend schlafen und bis jetzt hat das super funktioniert und ja, bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und damit herzlich willkommen zu Tag Nummer 10. Ab heute nehme ich zusätzlich noch GX Assist, die nächsten 10 Tage lang, eine Kapsel am Tag. Das sind Softgel-Kapseln. Wie ich die einnehme, zeige ich auch noch gleich. Ich werde ja wieder öffnen und so dann für mich konsumieren. Genau, und wie das Ganze funktioniert und was ich damit so für Erlebnisse habe, das zeige ich euch am besten gleich. Aber ansonsten ein kurzer Zwischenbericht, so nach 10 Tagen. Ja, ich bin immer noch relativ schnell müde und brauche auch mehr Schlaf, mein Körper zumindest, weil vom Kopf her bin ich total klar und super fit auch noch, aber man merkt echt, dass körperlich echt so gegen Abend immer die Luft raus ist und deswegen das schon ein bisschen anstrengend wird. Aber sonst fühle ich mich super. Und genau, dann sehen wir gleich mal weiter, wie das Ganze noch anschlägt. Und genau, für die nächsten 10 Tage, wie gesagt, werde ich jetzt GX Assist einnehmen und danach wechsle das Ganze wieder. So, okay, also ich habe jetzt GX Assist mal eingenommen. Einfach das Ganze, wie ich auch das bei den Softgels von Smart & Sassy gemacht habe, einfach im Mund genommen, draufgebissen und runtergeschluckt, dann mit ordentlich Wasser hinterher getrunken. Und ja, es ist auf jeden Fall von der Intensität ähnlich wie die Softgel-Kapseln von Smart & Sassy. Weil bei beiden Pfefferminz enthalten ist, merkt man das auch schon relativ auf der Zunge und aber vor allem auf den Lippen. Es brennt leicht, also es ist auf jeden Fall völlig angenehm, also kann man vergleichen so mit der Schärfe eines normalen Zahnputzkaugummis so. Aber man merkt es auf jeden Fall. Und ja, vor allem bei GX Assist kommt jetzt sehr gut der Oregano-Geschmack durch. Für mich ist das nicht das Problem, aber man schmeckt es auf jeden Fall so ein bisschen raus. So, und damit herzlich willkommen zu Tag 20. Ab heute nehme ich PP Assist Plus anstatt GX Assist. Und ja, das ist relativ angenehm einzunehmen. Für alle, wie gesagt, die wieder Probleme haben, Tabletten einzunehmen oder zu schlucken oder wie auch immer. Und das gerne zu beißen. Ist relativ angenehm, da das, die Flüssigkeit relativ süßlich ist. Und diese zweite Kapsel, die man sieht, der Inhalt ist fast geschmacklos wieder. Also man schmeckt fast nur die Süße raus. Was mich ziemlich gewundert hat, aber tatsächlich relativ angenehm ist. Und ja, ansonsten gibt es jetzt bis hierher aber noch nicht mehr so viel Neues zu berichten. Immer noch die alten Problempunkte, dass ich manchmal nicht die gesamte Flüssigkeit, die ich am Tag bräuchte, zu mir nehmen kann. Und dass der Körper relativ ja, viel zu arbeiten hat, aber genau. Mal sehen, wie das Ganze sich jetzt noch verändert. Die letzten 10 Tage brechen jetzt an und genau, das auf jeden Fall so weit der Zwischenstand. So, und heute haben wir den 10. Oktober, das heißt, heute haben wir den vorletzten Tag, heute noch und morgen noch. Dann habe ich 30 Tage Entgiftung hinter mir und ja, bis jetzt wieder altbekannte Probleme, nicht unbedingt viel Neues, aber muss sagen, die letzten paar Tage wurde es immer entspannter. Also der Körper hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Energie wieder.
Weiß nicht, ob es daran liegt, dass sich der Körper daran gewöhnt oder dass man halt, wie gesagt, zum Ende der Kur sowieso ein bisschen aufgebauter wird von den Produkten her. Genau, aber auf jeden Fall geht es mir körperlich fitter, könnte man so sagen. Mehr Energie wieder tagsüber und ja, das sind die letzten 4-5 Tage gewesen. Ansonsten aber nichts Neues und ja, dann morgen letzter Tag. Mal schauen, wie der aussieht und ja, bis dahin. So, und damit ist heute die Entgiftung vorbei. Heute ist der 11.10. und ja, die Entgiftung war jetzt 30 Tage lang. Und ja, hat einiges abverlangt, aber ich muss sagen, jetzt die letzten Tage waren echt einiges entspannter und haben das Ganze nochmal aufgelockert. Und ja, ich werde das Ganze jetzt noch ungefähr eine Woche oder so weiter beobachten, um auch die Nachwirkungen zu festzustellen. Was sich bis hierhin aber sagen lässt, ist, wenn man sich ein System überlegt, wie man die ganzen Produkte einnimmt, wie zum Beispiel ich das gemacht habe, jetzt einfach alles in ein Glas nach runtertrinken, geht es auch sehr schnell und sehr gut nebenbei und dann kommt man auch gut hin, die ganzen Sachen immer rechtzeitig oder pünktlich immer einzunehmen, regelmäßig halt. Natürlich auch ein gutes System zu überlegen, wie man genügend Flüssigkeit allgemein zu sich nimmt. Das war bei mir wiederum wieder ziemlich schwer, wie gesagt, auch dass ich so viel Sport mache, muss ich natürlich dann noch mehr trinken und so die Geschichten. Genau, und ja, ansonsten, das auf jeden Fall als Tipp, wenn ihr die Entgiftung machen wollt, dann unbedingt euch ein gutes System überlegen und ja, durchhalten. Es ist anstrengend, auf jeden Fall, man braucht ein bisschen mehr Schlaf, also wenn man das irgendwie mit einplanen kann, würde ich das auf jeden Fall jedem empfehlen. Natürlich, man kommt auch so mit seinem normalen Schlafrhythmus auf jeden Fall über die Runden, aber man merkt halt, wie der Körper wenig Energie hat oder weniger Energie hat auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall als Tipp für euch, wenn ihr das machen möchtet und ansonsten, genau, beobachten wir es jetzt mal die nächsten paar Tage noch, was es so an Nachwirkungen gibt. Aber ja, ich habe über die gesamte Entgiftungszeit jetzt ungefähr 1,5-2 Kilo abgenommen. Wie gesagt, also ich vermute mal daran einfach, dass man sowieso sehr viel Smart and Sassy zu sich nimmt und das natürlich da auch den Heißhunger auf Zucker stillt, was ich auch sehr unterstützen kann. Also ich hatte wirklich weniger Lust auf Süßigkeiten tatsächlich, ab und zu natürlich schon, das ist logisch, aber grundsätzlich das auch, aber auch generell nicht so schnell wieder Hunger, weil normalerweise esse ich relativ nach kurzen Zeitintervallen wieder etwas und diesmal war das halt so, dass ich halt zwischen den ja, Mahlzeiten mehr Zeit mir gelassen habe und ja, das war auch ein bisschen merkwürdig für mich in erster Linie, aber ich habe mich ja in dem Sinne ja schon darauf eingestellt, dass sich einiges verändern wird durch die Entgiftung. Ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und dann beobachten wir das Ganze noch ungefähr, wie gesagt, eine Woche noch weiter und dann sehen wir uns dann wieder oder wenn es zwischendurch was zu berichten gibt. So, jetzt ist der 4. Tag, nachdem ich die Entgiftung beendet habe und genau, mir sind jetzt 2 Sachen vor allem aufgefallen. Das eine ist, dass ich echt viel mehr Energie habe, also kräftemäßig geht es echt schnell wieder nach oben, beziehungsweise zum Normalzustand. Und ja, ich esse auch wieder viel mehr, vergleichsweise auch mehr Zucker tatsächlich, als ich in der Entgiftungsphase sozusagen genommen habe, da ich jetzt auch kein Slim und Sassy mehr nehme. Und ich muss auch häufiger wieder auf die Toilette gehen, wahrscheinlich auch dadurch, dass ich wieder mehr esse, aber auch schätze ich mal, dass keine Ahnung, so ein Gefühl einfach, dass ich die Nährstoffe jetzt besser aufnehme, deswegen jetzt die Frequenz sozusagen des Toilettengangs dadurch erhöht ist. Ja, das sind jetzt die ersten Entgiftungsnachwirkungen, sag ich mal, die ich so wahrnehmen konnte. Genau, beobachten wir das Ganze noch weiter ein paar Tage und dann sehen wir mal. So, und heute haben wir den 20., das heißt heute vor einer Woche und 2 Tagen habe ich die Entgiftungskur beendet und ja, ich muss sagen, es geht auf jeden Fall immer weiter bergauf mit der Kraft sozusagen, die ich jeden Tag habe. Das heißt, ich habe wieder viel mehr Energie, esse wie gesagt dementsprechend noch mehr, aber habe noch nicht mein Originalgewicht, also original, mein vorheriges Gewicht wieder drauf. Genau, aber auf jeden Fall, wenn man eben das Gewicht reduziert haben möchte, auch nach der Giftung, denke ich, ist es sinnvoll, dann weiterhin Smart und Sassy zu sich zu nehmen. Vielleicht unbedingt nicht in dieser hohen Dosis, aber auf jeden Fall generell Smart und Sassy zu konsumieren, das habe ich ja jetzt komplett weggelassen für mich, weil ich das jetzt nicht als sinnvoll erachtet habe, für mich das weiterhin zu nehmen. Und genau. Ansonsten merke ich auf jeden Fall, dass meine Haut jetzt um einiges unreiner geworden ist und da werde ich wahrscheinlich auch noch ein Projekt anfangen demnächst zum Thema Hautreinigung bzw. Pflegeprodukte für die Haut mit ätherischen Ölen und ja, da gucken wir uns das Ganze mal näher dann an. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass die Entgiftungskur echt anstrengend war, hat einiges abverlangt körperlich,
Aber die 30 Tage kann man echt gut durchziehen. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, weil natürlich jeder Mensch, der irgendwie was isst oder sich auch in einer Großstadt aufhält oder so, der wird darauf mit Giftstoffen zugemüllt und da können wir natürlich dann einiges gegen tun mit dieser Entgiftung. Deswegen absolute Empfehlung, diese Entgiftung durchzuführen, aber sucht euch am besten einen Zeitraum, in dem ihr nicht unbedingt jetzt zum Beispiel in Urlaub fahrt und dann gerne auch mal euch was gönnen möchtet. Abendbierchen oder so. Natürlich ist jetzt Alkohol nicht so das Problem. Solltet aber darauf achten, dass ihr halt nicht wirklich viel Alkohol in der Entgiftungsphase eben trinkt oder ähnliches. Wie gesagt, letzte Woche habe ich ja dazu ein Video gemacht, was ihr da beachten könnt oder solltet. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, einen Zeitraum auszuwählen, in dem ihr das Ganze gut handeln könnt. Auch vielleicht ein bisschen mehr Schlaf einplanen könnt, wenn es möglich ist. Und ja, ansonsten viel Erfolg für alle, die es ausprobieren möchten. Bei Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Versuche euch da so viel wie möglich Informationen noch und ja, Hilfe und Tipps auch so an die Hand zu geben. Und ja, ansonsten war es das auch von mir mit diesem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen möchtet, dann lasst es mich auch gerne wissen. Dann in der Videobeschreibung gerne einen Kommentar schreiben. In der Videobeschreibung, unter der Videobeschreibung einen Kommentar schreiben oder auch gerne einfach einen Daumen hoch geben. Das freut mich natürlich dann sehr. Und ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Vincent.